Geigerei, aus dir mache ich Brei. Okay. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Ein Glaberzo, ein Nishuru, Ogre und ein Djinn. Ein Ifrit. Ich will zermatschen. Für die Gefallenen. Keine zweite Chance. Mein Freunden werdet ihr nichts tun. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Nicht der Gruppe, weil die Dienerin der Nacht schon erledigt. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Okay, Jaira, heil dich. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Oh Gott. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ich will zermatschen. Kann mal jemand den Ifrit aufhalten? So, das Problem war, das waren alles nur beschworene Gegner. Die haben uns jetzt schon mal keine Erfahrungspunkte oder so gebracht. So, einmal heilen. Gut, das heißt, die erste Superprüfung, was auch immer das jetzt gewesen war, haben wir bestanden vor den beiden. Da ist mal wieder eine Küche. Also ja, es waren zwei verrückte Magier. Wir werden ja oben sehen, was sie uns noch in den Weg werfen. Ach ja. Da ist wieder einer überfüllt. Das heißt, dass da dahin und der Rest kann alles zu Minsk, wenn er näher dran wäre, aber sie laufen ja in der Pause nicht. Sie laufen ja im Inventarmenü nicht. So. So, erstmal wieder hier reingucken. Da war leer jetzt. Zwei Silberringe. Eine Halskette. Ein Morgenstern. Rettungswurf gegen Zauber. Okay, ich suche nochmal hier nach Fallen. Sicher ist sicher. Die eine habe ich jetzt übersehen, hat aber zum Glück nichts Böses gemacht. Vier Säurepfeile. Trägt irgendwer von euch Säurepfeile gerade mit sich rum? Nö. Also. Ach ja, und die Kurzschwerter. Was braucht ihr? Yokata. So, Morgenstern. Das heißt, erstmal gehen die Säurepfeile, die vier Stück weg. Ihr braucht mal nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Was ist das für ein Morgenstern? Plus zweier Morgenstern. Hm.
Ja, was immer ihr wünscht. Okay, hier unten sind wir schon mal durch. Gucken wir uns oben um. Ihr müsst. Ah. Olaf Rasmussen. Der Stallmann. Mefaran. Okay. Ne. Ich glaube, wir gehen wieder. Keine große Herausforderung. Auf die habe ich da oben jetzt ehrlich gesagt wirklich keine Lust gerade. Das schlägt unser Gefahrensinn zu sehr an. Da müsste ich mich jetzt zu sehr anstrengen. Gut. Waren wir eigentlich hier drin? Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Die Tür ist von ihm verrammelt. Ich höre deine Stimme von hinter der Tür. Verschwindet. Pimlico empfängt keine Fremden. Was immer ihr wünscht. Okay. Das heißt, ins Regierungsviertel zu dem Anwesen, dort im Bildhauer suchen. Ihr seid mir mehr als willkommen. Hey, wer ist da? Reviane, was macht ihr hier? Ich bin's, Yahera. Das kann ich wohl sehen. Es schmerzt mich, das zu tun, aber ihr verdient es, den Tod eines Verräters zu sterben. Was geht es um den Angriff in der Hafterfeste? Ihr wisst, ich hätte so etwas nicht getan, wenn es Alternativen gegeben hätte. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Yahera, erklärt es. Es war Galvaway. Er hat mich dazu gebracht. Ich sollte Talisa dorthin locken unter dem Vorwand, dass er herausfinden wollte, welche Gefahr sie darstellt. Er hatte ja auch nie die Absicht, Talisa wieder gehen zu lassen. Die Hafter wissen nur, dass sich ein Angriff ereignet hat und dass Galvaway tot ist. Der Verlust einer so vielversprechenden Persönlichkeit hat uns alle erschüttert und... Pa, er war ein Narr, der nur die Absicht hatte, seine eigene Position zu verbessern. Er wollte Talisa als eine Art Trophäe einsetzen und hoffte dadurch genug Einfluss zu gewinnen zu kommen, um Herold zu werden. Das scheint ziemlich weit hergeholt zu sein, Herr Yahera. Es ist wohl bekannt, dass ihr Galvaway gehasst hat. Und warum sollte diese Frau einen derartigen Wert haben? Sagt ihr, was ich bin, Yahera, wenn es euch hilft. Ich möchte keine Geheimnisse für mich bewahren, die euch schaden können. Neugieriges Weib, das sind meine Angelegenheiten und die gehen nur mich etwas an. Sagt ihr ja nichts. Ihr müsst entscheiden, ob ihr etwas verratet, Yahera. Ich würde es vorziehen, wenn meine Hintergrundschicht geheim bleibt, aber ich überlasse euch die Entscheidung. Nehmen wir das erste. Wie ihr wünscht. Revali Talisa ist von solcher Bedeutung, weil sie eines der Kinder ist. Galvaway wollte die Furcht ausnutzen, die alte Prophezeiung hervorrufen. Das ist ein Kind Bals und ihr vertraut ihr mehr als einem eurer Gesinnungsgenossen? Ihr müsst nach eigenem Ermessen handeln, Reviane. Ich habe euch die Umstände meines Handelns erläutert und mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich werde euch in dieser Angelegenheit beistehen, Yahera. Wir sollten angreifen und schauen, dass wir die Oberhand gewinnen. Steckt eure Waffen weg, Yahera. Es ist nicht notwendig, heute und hier Blut zu vergießen. Ich werde meine Waffen nicht gegen euch erheben, Reviane. All das ist das Resultat des fürchterlichen Missverständnisses und ich möchte nicht diejenige sein, die das nächste Fehlurteil trifft. Ich weiß, dass ihr die Wahrheit sprecht, Yahera, und ich habe schon gute Dinge über Talisa gehört. Ich werde sie versuchen, die anderen zu überzeugen, aber bei dieser Angelegenheit sind die Emotionen ziemlich aufgewühlt. Wenn ihr es wollt. Ja, das waren die Hafner, die das letzte Mal irgendwie verpackt waren. So, da ist das Anwesen, das wir suchen. Also dieses Anwesen hier. Nicht das obere, sondern das untere.
Ja, die ganzen Gefährtenquests. Gibt schon einige coole, aber wir können ja leider nicht alle Gefährten aufnehmen, für sie Quests machen. Ich warte, natürlich. So, dann gucken wir mal, wo sich Bildhauerlein aufhält. Wir suchen den Bildhauer. Wow, die ist in meinem Haus. Nein. Kann mir der Butler helfen? Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja, werte Dame, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Habt ihr geschäftlich etwas mit dem Yistevs zu erledigen? Nicht mit ihnen an sich. Ich habe gehört, dass der Künstler Salis hier war. Salis ist zurzeit Gast in diesem Haus. Bestimmt kommt ihr von irgendeiner Kirche, seufzt. Man erwartet euch. Versucht, euren Dreck nicht überall zu verteilen. Ja, wo ist er aber? Fürstin Yistev, kann sie es mir sagen? Bleibt da stehen, wo ihr seid, Bauerngesindel. Oh, ihr müsst die Boden sein, die gekommen sind, um die Dienste von Cesaris zu bitten. Es ist eine große Ehre, von ihm abgewiesen zu werden. Ihr solltet euch also nicht zu schlecht fühlen, wenn ihr mit leeren Händen wieder geht. Für den Ruhm von der Tante werde ich nicht versagen. Ja, wie ihr meint. Versucht einfach nur, euch zu beeilen, wenn ihr ein Heim verlasst oder betretet. Mein Kaffeekränzchen platzt fast vor Neid wegen Salis Auftauchen hier, aber eure Gegenwart ist ihnen ein Dorn im Auge. Ja. Ach, da stehst du. Wer ist da? Dürfte ich fragen, warum ihr mich beim Meditieren stört? Meine Muse der Eingebung muss sanft geweckt werden und eure Herumgestaffel ist einfach nicht erträglich. Oh, entschuldige, ich werde euch eurem Grübeln überlassen. Da werde ich vergessen, dass ihr jemals hier wart. Das ist in der Tat erstaunlich einfach. Wer ist da? Dürfte ich fragen, warum ihr mich beim Meditieren stört? Oh, ich entschuldige mich, aber ich bin gekommen, weil ich eure Taten für einen kunstverfährlichen Auftrag benötige. Oh ja. Eine dieser blutrüstigen Kirchen schickt euch, nicht wahr? Bestimmt, denn jeder sonst versteht das Wort Nein. Von welcher kommt ihr? Für der Tante stehe ich vor euch. Der Morgenfürst erbittet euch seinen Gruß. Und euer Angebot ist genauso wie die anderen. Gold und Genugtuung, dem einen Wahn, wer auch immer, gedient zu haben. Aber denkt einmal an den Ruhm, den ihr ernten könntet. Ja, ihr werdet die Gunst einer mächtigen Glaubensrichtung erhalten. Ja, denkt an das Gold. Wir werden mehr anbieten, wenn es nicht genug ist. Aber denkt einmal an den Ruhm, den ihr ernten könnt. Ich besitze bereits Ruhm. Ich bin der Liebling jedes Noblen der Stadt und ich will verdammt sein, wenn ich noch mehr bräuchte. Genauso wie ich brauche ich Bezahlung. Ich bin gut versorgt. Was ich wirklich brauche, ist das perfekte Ausdrucksmittel meiner Wahl. Reines Elysium. Was ich wirklich benötige, ist das perfekte Ausdrucksmittel meiner Wahl. Reines Elysium. Alles, was minderwertiger ist, beleidigt meine Fähigkeiten. Das ist alles, was ich benötige. Dann werde ich finden, was ihr braucht. Vielleicht kann ich etwas von einem Erzhändler erwerben. Ja, ich erinnere mich an den Namen von einer Händlerin, auf die ich bei meinem letzten Besuch aufmerksam wurde. Ihr Name war Rialia, glaube ich. Sprecht mit ihr. Sie hat gelegentlich exotische Sachen. Versucht es auf der Promenade. Geht jetzt. Ich werde für jede beliebige Kirche arbeiten, die mir die notwendigen Materialien beschafft. Wenn nicht eure, dann eine andere. 200 Pfund Elysium oder ich gehe wieder und mache mir einen schönen Tag. Ja, ich habe mich mit dem Künstler Sir Salis getroffen. Er ist aber nur bereit, für den Tempel zu arbeiten, wenn ich ihm 200 Pfund reines Elysium beschaffen kann. Salis hat mir vorgeschlagen, dass ich mein Glück bei einer Erzhändlerin namens Jaela versuchen könnte, die anstatt in der zweiten Ebene im südwestlichen Teil von Baukens Promenade hat. Jo, die kennen wir sogar. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Dann können wir ja... Naja, erstmal müssen wir ins Brückenviertel. Haben wir hier in der Nähe gleich einen Ausgang aus der Stadt? Ja, haben wir hier unten. Oh,
Ausrüstungsgegenstände der Drow lösen sich auf, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt sind. Ja, supi.